Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 14. Ich begrüße euch ganz herzlich. Wir starten in ein neues Spiel und zwar haben wir das Heimspiel. Ich möchte mein Team natürlich managen. Da ist schon wieder irgendwas nicht im Lot. Ja, toll. Schulz hat ja eine rote Karte gekriegt. Ich erinnere mich. Dafür können wir dann gleich mal Marcelo ins Team holen. Ich könnte zwar natürlich auch Hagi holen, aber ja, tut mir leid, Hagi. Es ist, ich spiele dann doch lieber erstmal mit den Leuten, die wir sowieso im Team haben. Und deshalb passt das dann so. So, Inglese, den sollen wir den auf der Bank behalten? Nee, ich möchte mal lieber vielleicht Nikchi mitnehmen. Vielleicht reißt der ja noch was. Dafür lasse ich dann, ja, Inglese zu Hause. Ja, komm, Inglese lassen wir zu Hause. Tut mir leid, Jungchen, aber das muss so sein. Das passt so, okidoki. Jetzt möchte ich dann auch zurückgehen. Okay, gut, dann jetzt spielen. Ja, das Derby gegen Braunschweig. Eintracht Braunschweig. In der richtigen Bundesliga war es ja ein maues 0:0, wo ich ja eher die Vermutung habe, dass sich dort, Regen, na toll, dass sich dort Slomka und Lieberknecht ein wenig abgesprochen haben, dass man das so entspannt dann, so lässt. Dass man, also sozusagen den ein wenig da, das, um das Ganze so ein bisschen zu entzerren. Nein, nicht das Tor. Und das war auch totaler Käse. Na. Gut, es klappt außerordentlich genial. Ich treffe genau das Tor, was wir treffen sollen. Okay, wir haben noch 8 Versuche. Vielleicht jetzt mal. Ja, das war genau das falsche Tor. Sehr schön. Ja. Ich hasse dieses Passen. Dieses Passen ist das Schlimmste. Ah, Gnampf, ey. Das kann doch nicht sein. So, komm jetzt mal rein da. Na, bitte. Endlich. So, jetzt haben wir aber auch nur noch so wenig Versuche, dass, das war knapp. Nicht ernsthaft. Och, nö. Ja, jetzt haben wir auch nur noch so wenig Versuche, dass das Ganze voll in die Hose gehen kann, wie jetzt gerade. So, komm. Yay. Und wir können gar nicht mehr die Punkte alle erreichen, die wir theoretisch schaffen sollten. Insofern können wir ganz entspannt jetzt ein wenig noch zu Ende üben und nochmal 200 Minuspunkte uns holen. Sehr schön. Und das Tor nehmen wir auch noch mit. Danke. 900 Punkte. Das war jetzt nicht so das Grüne vom Ei, möchte ich mal so sagen. Aber jetzt wollen wir in die Bundesliga-Partie starten. Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig. Das Derby. Das ja deutlich mehr Brisanz hat sogar noch als Schalke gegen Dortmund. Einfach deshalb, weil es das Spiel so ewig nicht gab. Wir sind auf Rang 7. Die Braunschweig noch letzter. Unser 4-3-3 wieder. Wir sollten sehr gut eigentlich aufgestellt sein. Ich schätze, wir können da ganz gut durchstarten. Gerade jetzt auch nach dem 3-0 gegen Bremen haben wir natürlich ordentlich Dampf. Da haben wir natürlich, sind wir gut motiviert. Die Braunschweiger spielen im 4-3-2-1 mit Davari im Tor, also auch der Stammtorhüter, interessanterweise, finde ich auch lustig. Vorne Kumbela natürlich, das ist natürlich gefährlich. Also sehr zentral alles gespielt. Mit Bellarabi dann auch noch da auf der Außenbahn, also nicht auf der Außenbahn, sondern außenzentral, sage ich mal so. Das könnte sehr interessant werden, weil die dann wahrscheinlich viel durch die Mitte kommen, die Braunschweiger. Da bin ich am anfälligsten. So, aber jetzt erstmal schon mal schön den Ball hier gleich erobert. Schönen Pass gespielt auf Gusti, der den Ball allerdings verliert. Das war jetzt noch nicht so schön. Im Regen müssen wir jetzt erstmal aufpassen hier. Und da kommen die Braunschweiger jetzt auch schon über außen. Oh, hier ein paar. Also hier Pertl darf da aber nicht so seinen Übersteiger machen. Was ist das denn? Ja, Sunny klärt das zum Glück noch. Allerdings immer noch die Braunschweiger im Ballbesitz. Und in der 6. Minute durch die Mitte gespielt, das 1:0 von Bellarabi. Ein interessantes, schnelles Tor, muss man sagen. Und das ist der Tabellenletzte. Also die, man weiß, die können kicken. Die können sehr gut kicken. Aber da war meine Abwehr überhaupt nicht da. Total geschlafen. So ein Ball muss man eigentlich verhindern. Der darf gar nicht durchkommen. Was da passiert ist, das weiß ich leider nicht. Das war nicht sehr schön. So, das ist natürlich jetzt eine sehr ungünstige Ausgangsposition mit einem 1:0 Rückstand. Jetzt können sich die Braunschweiger hinten reinstellen. Das kann nicht in unserem Interesse sein. Insofern sollten wir da gucken, dass wir schnellstmöglich den Ausgleich irgendwie zustande kriegen.
Oh, da Kumbela geht aber auch schon wieder vorbei. Marcelo klärt das im zweiten Anlauf. Die sind da vorne sehr dicht, also spielen sehr guten Offensivfußball. Das sieht man jetzt so schon auf den paar ersten, in den paar ersten Minuten. Die drücken gut nach vorne. Ich kann da nicht wirklich was gegensetzen im Moment. Ich komme auch nicht wirklich nach vorne durch. Da muss ich jetzt mal gucken, dass ich vielleicht über Außenpositionen mal ein bisschen wieder spiele. Da wieder so ein weiter Ball. Ja, gibt sogar natürlich noch einen Vorteil für Braunschweig. Warum auch immer. Ich habe da überhaupt keinen Foul gesehen, aber das kennen wir ja. Das sehe ich ja gerne. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Konnte Zieler sich noch sicher fangen, aber kam gut aufs Tor. So, Leute, jetzt der Konter. Nein, gut, der Konter ist gut. Das war ein sehr schöner Pass ins gegnerische Gefilde. Und sehr gut reingeschmissen von Pripp. Leider kommt er nicht mit dem Ball. Aber Pjanic, sehr schön. Und es war ein bisschen blöd. Mist. Habe ich Mist gebaut. Das war doof. Hätte ich mal mehr ein bisschen durchlaufen müssen. Ah, Kopfball von Juff jetzt. Aber das war natürlich auch ungefährlich aus der Distanz. Kann man nicht wirklich viel machen. Und 15 Minuten sind auch schon rum in der ersten Halbzeit. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das Ganze noch irgendwie managen und hier schön arrangieren. Ah, der Ball kommt nochmal an. Da ist Andreasen. Der kriegt den Ball aber nicht. Der stand so gut zum Ball. Der stand so gut zum Ball und dann kriegt er den dann doch nicht. Und wieder so ein weiter Ball. Aber Zieler hat dann sehr gut aufgepasst. Der Arabi wäre schon wieder fast durch gewesen. Aber das, da müssen wir echt aufpassen. Ja, das ist doch nicht wahr. Das ist einfach so aufgelaufen. Ja, schön. Sehr gut. Ball erobert. Und jetzt weiter auf der Außenposition. Aber die sind da merkwürdigerweise, stehen sie da auch echt gut. So. Pripp ist hier. Und, ja, das war... Die pfeift doch nicht. Ich bin doch nicht hingelaufen. Ich blieb doch da stehen. Ja gut, der Pass war alles andere als überragend. Das war echt schön. Ich werde das schön irgendwie noch ein bisschen gucken. Aber man muss sagen, die Braunschweiger haben sich da dieses Tor auch gut erkämpft. Es darf überhaupt nicht sein. Ich darf natürlich nicht gegen Braunschweig verlieren. Das wäre das Unding der Nation. Dann wird die Folge aber sowas von nochmal gedreht. Nein, natürlich nicht. Aber, das kann ja schon. Das darf ja eigentlich schon nicht passieren. Das ist ja schon ein Staatsverbrechen. Ich meine, so schlimm ist es natürlich nicht. Aber ich meine, so für die Ehre eines 96ers gegen Braunschweig dann zu verlieren, das kratzt schon mächtig am Image. Das muss man so sagen. Und offensichtlich hat der Schiedsrichter sogar einen Offensivfoul gesehen von Andreasen. Also was da schon wieder war, weiß ich wieder beim besten Willen nicht. Man darf ja wohl nochmal zum Kopfball gehen. Ja, und ich hätte auch gerne, dass irgendwer hinterläuft, zum Beispiel Kokonjoli. Und eine gute Flanke schlägt und da ist Lobiek! Oh! Wieso köpft er den genau auf den Torhüter? Das kann doch nicht sein. Aber sowas von genau in die Arme. Das war ja. So, Freier kann man nicht stehen und er hatte alle Möglichkeiten. Er hätte super den Ball. Oh, jetzt habe ich ein bisschen reingepustet ins Mikro. Er hätte super den Ball einfach, ja, im Prinzip reindrücken können ins Tor. Aber, ach, Mist. Aber das hat er dann wieder nicht geschafft. Das kann alles nicht sein. So, da ist Juff. Sehr schön. So, Biek. Na, aber so, wir können den Ball wieder nicht annehmen. Das kann man nicht. Also, kann man nicht. So, Marcelo, komm. Einmal den Pass da rausgespielt und dann der nächste Angriff. Die Welle rollt wieder. Die Braunschweiger haben sich jetzt echt mittlerweile zurückgezogen. Stehen in ihrer Hälfte. Und spielen auch ganz gut Fehlpässe. Das gefällt mir. Dann kommen wir immer schnell wieder im Ballbesitz, wenn wir unsererseits den Ball verlieren, was ja leider recht häufig im Moment gerade vorkommt. Ja, ist keiner da, leider ist keiner da. Dann war es auch noch abseits und... Ja, Da spiele ich im Moment auch das nicht sehr schön. Das ist, nicht... Sobek hat auch noch kein Tor gemacht, ne? Ist doch so. Er hat noch nicht einmal getroffen für uns. Wenn ich das so noch richtig in Erinnerung habe. Unsere Tore sind ja fast alle von Juf immer gemacht worden. Tja, müssen wir mal gucken, dass wir es irgendwie noch hinbekommen, dann jetzt mal irgendwie ein paar Tore zu schießen. So, schön weitergespielt auf Husti. Und Husti
Spielt. Oh, das kann nicht sein. Kriegt der da noch eine Fußspitze ran? Das ist doch einer. So, komm, Diof, ran da. Kriegt er natürlich leider nicht. Los, Chirondolo. Na, ran, bleib dran, bleib dran. Und lass ihn nicht durch. Jetzt rennt er zur Eckfahne und holt sogar noch eine Ecke raus. Das ist doch schon ein Zeitspiel allererster Güte. Also, das kann ja wohl nicht sein. Und es ist auch schon die 45. Minute. Gehen wir gleich in die Halbzeit. Jetzt müssen wir nur noch mal aufpassen, dass wir jetzt nicht hier aus dem Nichts noch das 2-0 bekommen. Aber dem ist dann doch nicht so. So, vielleicht geht noch ein schneller Konter, ein schneller Angriff nochmal. Der Pass war auf jeden Fall sehr schön. Und der Pass geht auch. Und wenn der Pass jetzt auch noch kommt, dann, ja, gut. War eine Idee wert. Ja, und jetzt müssen wir natürlich noch abwarten. Nun gut, gehen wir mit einem 1-0 in die Halbzeit, was sehr schmerzt, muss man echt sagen. Der Pass war sehr schön, das muss man echt sagen. So ein schöner Pass mitten in die Nahtstelle, aber da muss die Abwehr einfach da sein. Ja, Bayern 0-0 gegen Hamburg, also Leverkusen, ne? Und Gladbach liegt gegen Nürnberg zurück. Schalke führt 2-0 gegen Bremen und Wolfsburg mit einem 1-1 gegen Borussia Dortmund im Moment. Ja, dann setzen wir einfach mal das Spiel vor. 2-2 Schüsse, 2-2 aufs Tor. Ballbesitz ist eine eindeutige Kiste für mich. Bin ich nicht so gewohnt. Das zeigt dann schon, dass wir da doch etwas mehr vom Spiel haben. Aber wir treffen halt das Tor nicht, beziehungsweise haben auch überhaupt keine Chancen. Die sollten wir uns echt mal irgendwie rausarbeiten. Also fände ich ganz schön, wenn wir das mal schaffen würden. So, jetzt schön überlaufen. Pocognoli mit einer super Flanke. Also die Flanke war nicht super, aber die kam zumindest genau auf Andreasen und da hätte er eigentlich was draus machen können, meiner Meinung nach. Hat aber wieder irgendwie nicht getraut, sich dann einen Volley-Schuss abzuziehen. Insofern war das dann leider wieder nicht von Erfolg gekrönt. So, einmal das, den Ball wieder zurückerobert. Sehr schön. Und dann Sobek und dann geht Juff. Und wenn der Ball doch mal kommen würde, Sobek, den Pass kann man doch echt bringen. Das ist das Schade an Arthur Sobek, dass der echt vorne zwar knipsen kann, was er bei uns leider auch nicht schafft. Also hier bei FIFA. Da trifft er das Tor nicht. Aber es ist hier so und auch sonst so. Boah, Leute. Jungs. Dass er halt leider nicht gut den Pass in den Raum spielen kann, beziehungsweise da die Vorlage geben kann. So, Juff ist da. Kann der eine gute Flanke schlagen? Das kann er! Gibt das etwa Elfmeter? Gibt das etwa Elfmeter? Nein, es gibt einen Freistoß nur. Es gibt leider nur einen Freistoß, aber immerhin einen Freistoß auch gar nicht so schlecht. Die Ecke hätte ich auch natürlich auch gerne genommen. Aber, naja, Freistoß ist nicht so schlecht. So, Kumbela verlässt den Platz. Es kommt Jackson. Das ist dann schon, da sieht man schon die ersten Anzeichen wieder. Frisches Personal, dann auch noch vorne in der Sturmspitze. So, ich will natürlich nicht Arthur Sobek da haben. Ich brauche da einen Linksfuß, nämlich Prip. Ja, Prip kann. Nee, Husti. Husti ist natürlich unser Freistoßschütze. Und dann gucken wir mal. Das war irgendwie Mist. Denn ich habe den falschen Knopf gedrückt und somit hat leider nicht Husti geschossen, was ich eigentlich geplant hatte. Scheiße. So verpufft. So verpuffen Gelegenheiten. Ja, ich bin zu sehr an die PlayStation gewöhnt. Da ist der Knopf nämlich der obere, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Schade. Zu weit. So Leute, wir müssen aber auch mal ein bisschen hier offensiver gehen. Also das ist jetzt sind schon 60 Minuten rum und wir haben nichts gerissen. Und nach dem 3-0 gegen Bremen so eine schäbige 1-0-Klatsche gegen Braunschweig, das kann ich euch nicht antun. Also das kann ich mir auch nicht antun vor allem. Dass, ich meine, ganz ohne Tor, wir haben so schön Offensivfußball im letzten Spiel gemacht, dann werden wir auch jetzt wohl irgendwie noch ein Tor zumindest hinkriegen. Nicht wahr? So, komm, schön gespielt von Diouf. Und ein schäbiger Schuss von Pjanic. Ist natürlich auch weggerutscht, ein bisschen behindert worden. Und dann war da natürlich gar nichts rausgekommen. Aber da kann man doch trotzdem schon mal was haben. Und der spielt sich da durch, das kann man nicht sagen. So, Leute. Und weiter geht's. Wieder der nächste mürrische Angriff. Sobek auf Diouf.
Und Joff, und Joff! Und da war die. Aber die Schüsse sind auch alle nicht der Knaller, muss ich echt sagen. Das sind alles so schwache Flachschüsse, die irgendwie dann so gerade so aufs Tor kommen. Na, das gibt es direkt einen Vorteil, oder? Na, abseits. Die kommen dann irgendwie aufs Tor, die sind aber halt alles keine große Prüfung für Davari. Das ist alles nichts, was irgendwie wirklich zwingend ist, wo man jetzt denkt, oh, da hat er jetzt, könnte er jetzt echt richtig Probleme kriegen. Das sind alles nur so leichte Dinges, die da irgendwie reinfliegen. Und da ist dann nicht wirklich der Knall. Oh, das war ja natürlich schon mal ein Ding. Das war natürlich auch ein Ding, aber das sind halt alles, ja, Schüsse bzw. Flanken, die mehr oder weniger nichts nehmen. Leider. So, kommt Jungs, dann müsst ihr seid zu zweit, dann müsst ihr haben den Ball. Ja. Ja. So, schön. Dann hast du Diouf. Da ist Prip. Komm, der kriegt den. Na, und dann ist da der Schlenker zu viel, der nichts bringt. Und jetzt kommt Bellarabi natürlich wieder. Er möchte am besten noch sein zweites Tor machen. Schafft er aber nicht. Da kommen er dann doch nicht durch. Sind dann doch zwei Verteidiger zu viel. So, und das kann man nicht sein. Ich lasse mir da schon wieder den Ball so abluchsen. Ich glaube, wir müssen gleich wieder unsere Stammformation, meine Lieblingsstammformation einwechseln. Und das werde ich jetzt auch tun. Leute, so geht das nicht. So geht das nicht. Wir müssen da mit vollem Elan drauf drängen. Also, wir brauchen mindestens einen Punkt. So, Cirundolo müssen wir mit Marcelo tauschen. Da vorne packen wir einen Husti rein. Beziehungsweise, wie nennen wir da? Da haben wir Cirundolo, da packen wir dann mal den Schlau drauf rein. Die Cento, brauchen wir hier so einen schönen Flügelstürmer. Wie nehmen wir mal raus? Wie sind die denn alle von der Energie? Oh, Andreasen ist ziemlich fertig. So, dann darf die Cento, ja komm, der darf da bleiben. Das ist in Ordnung. Nee, doch auf die andere Seite lieber. Nee. Das ist schon okay so. Okay, und Pocognoli, den ziehen wir dann hier außen vielleicht hin. Ja. Und wen haben wir hier? Das ist Prip, ne? Das ist Prip. Den möchte ich dann gerne mit Husti tauschen. Ja, okay. Gut, das reicht dann erstmal. Und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht ein bisschen was hinbekommen mit unserer 2-3-5-Formation. Jetzt heißt es ja alles oder nichts. Ja, und Andreasen hat sich jetzt auch noch einen Krampf geholt in dem Bein. Ja, das ist ja sehr schön. Jetzt ist er auch noch verletzt, der Arme. Schitte was. So, sehr gut da dran geblieben und den Ball erkämpft, aber also, das war ja ganz schäbig. So, jetzt aber. Der Ball kommt super auf Sobjek gespielt. Und wenn der auch mal eine Flanke oder sowas reinspielen könnte, das kann ja einfach nicht. Aber gut, aus der Position war auch schwierig. Jetzt müssen wir aber wieder den Ball hinterherlaufen erstmal. Und die sind dann, ja, toll. Die sind dann wieder da und dann können sie wieder den Ball holen. Los, Leute, hier. Randa. Wir brauchen den Ball unbedingt. Sehr gut. Sehr gut geklärt noch. Und bleibt dran da. Pjanic, das ist deiner. Genau, das ist deiner. Sehr schön. Mann, ey. Boah, schön rausgespielt auf Cirundolo. Aber das ist mittlerweile zu langsam. Der ist mittlerweile zu langsam. Der ist auch schon tot, quasi. Klinisch tot. Wir müssen nochmal alles nach vorne werfen. Wir müssen diesen Punkt. Ich will diesen Punkt. Ich brauche diesen Punkt. Aber so nicht. Das ist Gewalt, aber das ist die Brechstange, die nicht zum Erfolg führt. Ja, und dann gibt es natürlich einen Freistoß. Völlig schädig. Ja, und dann wechseln wir mal durch. Cirundolo darf raus. Hat seinen Job getan. Beziehungsweise auch teilweise nicht. Ja, und Andreasen auch. Ist auch ganz gut. Bellarabi geht bei Braunschweig und es kommt Ademi. Und jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht noch irgendwie ein Türchen rein buxieren können. Die letzten 3 Minuten, die noch verbleiben. Und wieder ist ein Braunschweig dazwischen. Und diesmal ist Sobek dazwischen. Der kann den Ball auch noch nicht kontrollieren. So, hopp. Lass dich nicht abdrücken. Genau, sehr gut. Wollte schon wieder schießen. Ja, ich hab's gesehen. Oh, Leute, das war ein schlampiger Pass. Der war gar nichts. Der war total schäbig. Da verstehe ich, dass die Zuschauer pfeifen.
Das geht ja fast so wie im richtigen Spiel. Ah, nee, Leute. Also, das war, das ist auch nicht, ich weiß nicht, was da los ist. Warum tun sich 96 gegen Braunschweig immer so schwer? Und wieder ist man dazwischen. Und wieso läuft keiner von uns dahin? Keiner läuft dahin. Kein Mensch läuft dahin. Ja. Ich werde mich, glaube ich, jetzt zurückziehen. Und Frust schieben. Und an einem anderen Tag eine andere Aufnahme machen, um dieses Erlebnis hier zu vergessen. Also was da los war, weiß der Geier, wie das passiert. Also, einmal in der Abwehr hin nicht aufgepasst, aber nach vorne ging ja auch gar nichts bei uns. Das war ja grottig. Also ich entschuldige mich schon mal an alle, für alle, die sich ein schönes Spiel erhofft hatten, das es dann nicht gab. Es war auch immer irgendein Fuß dazwischen. Und dann so die Bälle, die kamen, das waren dann irgendwelche Zufallsprodukte. Das war alles nicht so der Hammer. Ja, 6 Schüsse aufs Tor. Also 6 Schüsse, 5 davon aufs Tor. Aber da ist dann einfach nichts gekommen. Ballbesitz 55%. Zweikämpfe 22 gewonnen. Yay. 3:1 Fouls. Und naja, eine Verletzung hatten wir. Andreasen und Kumbela hat sich auch verletzt. In der 25. schon. Abseits gab es auch. Ja. Ecken ein paar. Spielerbewertung. Da haben wir nix. Also haben wir keinen Spieler des Tages auf jeden Fall. Das war Davari. Okay, das ist verständlich. Ja, wir haben da nicht so wahnsinnig die guten Akteure. Leider. Nun denn, dann schauen wir mal weiter. Ah, wir sehen 0-0, 1-1, 3-0 für Schalke, 2-1 für Wolfsburg. Kommt mir bekannt vor irgendwie. So, Sperre ist abgelaufen. Oh, für Christian Schütz ist aufgeschoben, er kann wieder spielen. Supi. Dann kommt der Schulle wieder ins Team für Marcelo. Ja, hätte Schulz da gespielt, dann wäre das alles nicht passiert. Mann. So, dann gehen wir wieder hier weiter. Ein bisschen weiter zu. Mensch, das ist ja eine ewig lange Simulation hier. Bis zum HSV-Spiel. Ach ja, genau. Länderspielpause. Stimmt. Habe ich vergessen. Aktuell ist es aus Italien. Medienvertreter. Aktuell ist es aus Chile. Aktuell ist es aus Italien. Aus Chile. Blablabla. Fürs Nationalteam abgestellte Spieler. Cirundolo, Pocognoli, Nicci und Andreasen. Okidoki. Ja. Nun denn. Oh, da gibt's auch noch was. Eine E-Mail, die ich noch nicht gelesen habe. Aktuell ist es aus Italien. Okay. Jetzt habe ich sie gelesen. Tja, Leute, na denn, dann sehen wir uns die Tabelle mal an, wo Braunschweig sich jetzt tatsächlich den ersten Sieg eingeheimst hat und das auch noch gegen uns. Ach, unschön, äußerst unschön. Muss nicht sein. Dadurch sind wir jetzt auch auf dem 9. wie festgewachsen. Ich hoffe einfach, dass wir im nächsten Spiel dann ein wenig mehr Druck aufbauen können. Wir spielen dann ja gegen den HSV, das wird ein lustiges, munteres Spielchen und ich bin mal gespannt. Nun gut, Leute, macht es gut. Ciao.